So, hier müssen wir aufpassen. Hier würde man mit einem Reisebus nur reinfahren. Und dann natürlich auch nur hier. Denn ich glaube, hier ist die Einfahrt verboten. Genau. Moment, aber wo halten wir denn dann hier an? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Unsere nächste Haltestelle ist wahrscheinlich direkt die Endhaltestelle. Mühle und Museum ist nicht drauf, ne? Ne, Oststeinweg direkt. Genau, perfekt. Und direkt eine Baustelle, ja. Selbst auf dem Land gibt es manchmal Baustellen. Da vorne. Na gut, okay, die beeinträchtigen uns jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht das Problem. So. Genau, perfekt. So. Oststeinweg Dorfplatz, genau. Ha. Und damit sind wir da. Genau, Terminus Linie 12. Perfekt. Und ich glaube, unsere Fahrplanauswertung, wir fahren ja noch zurück, es geht ja noch weiter für uns, die kriegen wir, glaube ich, erst hinten an dem Wendeplatz, an diesem Wendepunkt. Einen Moment, da fahren wir direkt mal rum. Weil erst dann ist die Linie richtig abgeschlossen, natürlich. So. Herzlich willkommen hier in Oststeinweg. Ha, genau, ich habe ihn. Dann speichern wir den mal direkt ab als die 133. Fahrt. Ja, und es geht direkt weiter. Oststeinweg Dorfplatz nach Rothenburg um 9.36 Uhr. Oh, das ist jetzt. Also, geht's direkt hier weiter. Einmal ganz flink drehen. Und dann direkt zurück. Oh, Entschuldigung. Das ist das Gemeine. Ich hatte hier gerade diesen Sitz in mir drin. Ich muss den echt mal bringen und dann sagen, ja, sorry, wir haben sie nicht gesehen. Der Busfahrer, der hatte zu dem Zeitpunkt des Unfalls irgendwie den Stoff vom Sitz vor den Augen. Ich glaube, dann sperren die dich weg, ja, weil die denken, du bist nicht mehr ganz normal, ja, also... So, der hat auch automatisch Bahnhof Rothenburg über Nesselwang alles direkt automatisch korrigiert. Perfekt. Auch die Ansagen, die müssten jetzt wieder stimmen. So, und 2,7 Minuten. Ah, wir geben direkt Gas. Schöne Häuser hier vorne, die sind, glaube ich, neu. Die sind, glaube ich, auf der Map jetzt hier zum ersten Mal. Das sind ja diese alten Standard-Omsi-Häuser, die es auch auf Grundorf zum Beispiel gab. Nächste Haltestelle, Harsefeld. So, weiter jetzt wieder nach Nesselwang. In der Hoffnung, dass wir jetzt pünktlich ankommen. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Auf der Rückfahrt auch noch. Also die Windmühle ist schön, ne? Also wirklich. Da hat man sich echt Gedanken gemacht. Die gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Es ist wirklich ja alles sehr schön. Es ist so altertümlich, ne? Wie das ja auf dem Land eben manchmal ist. Das ist halt nicht so Hightech, so in der Innenstadt, sondern alt, aber auch schön. So, weiter geht's jetzt. Ach so. Na, kam gerade die Ansage. Ich warte jetzt mal kurz ab. Nicht, dass sie jetzt kommt. Da sind wir nämlich wieder eins zu weit. Unsere nächste Haltestelle, Kurt Körber Naturgymnasium. Nee, genau. Ich hätte mich gerade fast schon die Kupplung gedrückt. Dann wären wir wieder eins zu weit gewesen. Aber so kann nichts passieren. Ansage abspielen. Ja, den Reisebus müssen wir auch nochmal fahren. Auf der Map. Das ist auch mal was ganz Spannendes. So, zweite Ausfahrt, also hier ganz einfach den Weg wieder zurück, logischerweise. Es gibt ja manche Linien, die fahren ja so eine Art Umlauf. Nennt man das so? Ja, also die fahren nicht den gleichen Weg zurück, sondern die fahren meinetwegen
Ich kann das ja mal zeigen. Die fahren hier von A nach B und dann über die rote wieder zurück nach A. Und es gibt welche, also die fahren so einen Rundlauf haben die, ne? Und es gibt halt welche wie die hier, die ist eine ganz normale Linie, die einfach den gleichen Linienweg nahezu 1:1 wieder zurückfährt. Was natürlich das Einfachste ist, weil dann hast du ja natürlich auf der Gegenfahrseite einfach noch eine zweite Haltestelle für die Gegenfahrbahn und für die Rückfahrt einfach. Das macht es natürlich auch einfach. Und du musst einmal den Linienweg finden. Wenn du den dann für eine Richtung hast, ergibt sich die Retour ja, wenn es der gleiche Linienweg ist, automatisch. Und, ja. So, nächste Haltestelle. Hasenfeld hatten wir schon, das Naturgymnasium auch. Nesselwang. Grandeswerder Straße. Und wir müssen 12... Ja, genau, zweiter Ausfall, exakt. Wie gesagt, genau zurück. Hätte sein können, dass sich hier was ändert, aber ist zum Glück nicht der Fall. Nicht, dass wir gleich hier nochmal neu lernen müssen, wo es lang geht. So können wir jetzt unser Wissen, was wir schon, sag ich mal, jetzt uns angeeignet haben durch unseren, ja, Fehler vorhin, so müssen wir jetzt gleich nicht nochmal die Erfahrung machen, dass wir da irgendwo falsch hinfahren. So, hier machen wir mal ein Bild. Das ist nämlich wirklich schön hier gerade. Also so Naturmaps ist genau meins, ja. Wenn jemand von euch sagt, Mensch, stimmt, ich kann noch eine Naturmap, auch so schön wie Steinkirchen, dann könnt ihr gerne mir das schreiben. Ich wäre bestimmt der Erste, der diese dann testet, sofern sie dann auch funktioniert. Weil das sind einfach meine Lieblingsmaps. So Städte finde ich halt nicht so schön. Und auch hier bei OMSI kann man schon mit den Möglichkeiten, die man hat im Editor und auch generell mit den ganzen, ja, relativ guten Texturen auch wirklich sehr, sehr schöne Maps und Landschaften kreieren. Ne? Und, ja. Deswegen ist das wirklich sehr schön. Da ist es wirklich dann immer einen Besuch wert, dann so eine schöne Map. So, die Grandeswerder Straße haben wir hier wieder. Nesselwang. Und jemanden, der aussteigen möchte. So. Ich kann euch ja mal ein paar Informationen geben. Also die Busdatei wurde bei dem Fahrzeug angepasst. Die Texturen, die wurden auch verändert. Der Repaint-Ordner wurde etwas angepasst. Moment, Straßenschäden, müssen wir ein bisschen langsamer fahren, 30. Genau. Am Gleis. Seitenverkleidung im Innenraum ist ein bisschen anders. Und, nee, ansonsten, ja, und diverse Kleinigkeiten, die auch nicht unbedingt aufgeführt sind, ne, die Innenverkleidung. Ja. Ne, damit ihr mal wisst, was sich hier wieder getan hat am Bus, der ist momentan noch privat ein, Release-Datum gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. So. Weiter geht's. 1,6 Minuten noch. Ich denke mal, das schaffen wir. Also, das ist zumindest mein Ziel. Und wenn wir es nicht schaffen, dann steige ich hier gleich aus und dann übergebe ich an meinen Kollegen, damit ich dann nicht gleich der bin, an dem die Leute dann wieder sagen, ne, sie sind zu spät. Dann ziehe ich mich so im letzten Moment einfach raus aus der Situation. Das wär's. Du sagst so, ja, ich habe damit nichts zu tun. Ne? Ich weiß nicht. Ich weiß von nichts. Oh, hab ich gerade den Warnblinker angemacht. Bahnhof Nesselwang. So, hüpfen Sie bitte ganz schnell rein. Ich bin hier heute in einer ganz, ganz speziellen Mission. Nämlich Mission Uhrzeit. Ja, Pünktlichkeit. Mission Pünktlichkeit.
Genau. Ich weiß also, davor waren wir auf Nürtingen unterwegs. Mit dem Scania, da hatten wir, glaube ich, nicht so Zeitprobleme. Aber gut, auf Chicago war das natürlich am allerextremsten, weil da hat man ja auch leider nur bedingt die Möglichkeit, auch etwas am Fahrplan zu ändern. Na? Also zeitlich gesehen, denn du hast immer deine roten Ampeln. Nächster Halt, Und entweder du Bahnhof bist einmal pünktlich Nesselwang. drin, so ist das, meine ich, Hier zumindest meine auf Fahrgäste. Chicago. Und entweder du bleibst genau im Zeitplan oder du bleibst immer 3 Minuten zu spät, weil aufholen ist da fast unmöglich. Hier vielleicht schon ein bisschen eher mit diesen Überlandpartien, aber die sind natürlich auch eingerechnet in den Fahrplan, dass man hier schnell unterwegs ist. Also, ne, es ist nicht so, dass das, sag ich mal, hier so großzügig dann ist. Kutenholz. Moment. 12 über Kutenholz 14. Ach so, das stand da gerade so ein bisschen komisch. Ach, er wartet sogar noch. Das ist ja nett. So, ich denke mal, hier können wir noch ein bisschen Zeit rausholen, weil hier konnte man gerade schön Gas geben, Gas geben. 50 ist hier für die Kurve. Ne, also Zusatzschild, ne, für Kurve. Und das ist dann hiermit wieder aufgehoben. Und somit geben wir mal ein bisschen Gas. Ganz einfach, um jetzt hier etwas an Zeit zu gewinnen. 1,5 Minuten ist auch nicht so viel. Also, ich bin ja früher oft mit dem Bus gefahren und wenn er mal 1,5 Minuten zu spät Verspätung hatte, da war das jetzt nicht das Problem, ne? Also, es gibt da schon ganz andere Sachen, wenn Busse ausfallen oder so, und wenn man dann kommt und erzählt, ja, mein Bus war 1,5 Minuten zu spät. Ja, dann ist das fast schon ein Luxusproblem. Außer natürlich, man hat wirklich einen ganz, ganz engen Takt, wo man dann irgendwo sein muss, weil der Anschlussbus kommt. Das ist natürlich dann unter Umständen ein Problem, aber ansonsten ist es so, wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst, ob du jetzt 2 Minuten früher oder später kommst, ist da jetzt nicht so relevant.